nur ein weiteres Fahrzeug wäre hier ein klassischer Fensterbus, allerdings das Sondermodell Samba genannt. Oben mit einem Rolldach und mit den Fenstern rundum, wie man es auch kennt aus den Reisebussen der 60er Jahre. Von den Fahrzeugen haben natürlich viele überlebt, die wurden gehegt und gepflegt, weil sie ja nicht diese Arbeiterfahrzeuge waren. Der ist Baujahr 66. Die Samba-Baureihe wurde aber ziemlich früh schon aufgenommen in den 50er Jahren. Also die ersten Samba waren schon 54 aufgelegt und wurde gebaut bis 66. Motorisierung ähnlich abgestuft wie bei den anderen Bussen, ging in den 50er Jahren bei 30 PS los. Es gab sehr viele Stufen, 30, 34, 40, 42, 47 und 50 PS.